Recht herzlich willkommen zur Folge 205 von Towns. Ja, laden wir unseren Spielstand und dann schauen wir mal rein, ne? So, da sind wir. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da links hier da... Da ist schon einer daneben abgeerntet. Würde Zeit, dass die dann da auch abgeerntet werden. Ja, damit wir da weiterkommen, ne? Hier draußen ist okay. Da müssen wir auch noch was, aber da passiert momentan nichts. Können wir einen schneller laufen lassen. Happiness 16 ist noch schlechter. Hier was Neues. Nicht wirklich. Ein Held ist gekommen, das ist aber schon ein bisschen her. Ja. Was sollen die denn hier unten eigentlich noch bauen? Irgendwelche Gefäße? Hier Prepared Food Barrel wahrscheinlich. Machen sie aber auch nicht. Hier ist schon ein bisschen Vorrat noch da. Gucken wir mal gerade rein, wie viel das ist. Hauptgoblin-Sets. 3, 2, 2, okay. Zwei neue können dann auf jeden Fall kommen schon mal. Und zwei sollen ja auch immer da sein. Das passt dann einer da oben sogar mehr. Okay, Schwert, da war... Also, ne? Hier diesen Stab wollten wir da immer haben, oder? Obwohl, der Bambustick ist es. Ja, der wäre aber der richtige, ne? Der kann ja gar nicht so viel, oder? Damage 299 bis 402. Hier, zack, 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 zack. Den braucht doch gar keiner. Goblinit, das ist das grüne Kugel, die haben wir genug. Okay, da gibt es Sachen, die haben auch mehr. Zombit haben wir aber so wenig, ne? Ein Bogen ist doof. Ogride haben wir, glaube ich, auch nicht so viel von. Direct, das ist so ein bisschen nur... Sneakerit. Ja, ich glaube, dann ist... Obwohl, dieser ist ein klein bisschen... Wäre dieser ein bisschen besser, ne? Und Sneakerit ist... Ne, das ist Spiderit. Da, dann haben wir Sneakerit auch zu wenig da wahrscheinlich. Goblinit haben wir ja. Spiderit ohne Ende. Direct haben wir sogar 9-mal vorhanden. Und da liegen auch noch 2. Da sollte man schon überlegen, ob wir nicht Direct hier... Die ist ja besser. Ne, der, ne? Ja. Und das, nee, das ist Zombit, das ist was anderes. Aber die Axt schwingen ist ja auch nicht schlecht, ne? Was war das? Hobgoblinet, naja. Ja, und das hier können wir eigentlich als Massenprodukt zum Verkaufen nehmen. Damit da auch was weniger wird. Machen wir doch mal, oder? Und das ist doch das gleiche im Endeffekt. Das machen wir doch mal. Mal gucken, was da passiert. Ups, einer zu viel. Immer 10 auf Lager. Das heißt, wenn... Dann verkaufen wir die. Gut, okay. Ist hier was passiert? Nichts, was für uns von Bedeutung wäre. Was machen unsere Äpfelplantagen? Und Birnen? Da oben liegt nur eine Birne, hier liegen 2 Äpfel. Die liegen auch direkt so an so einem Baum, da kann man schön sehen, was da Sache ist. Da wird Holz gefällt. Und Holz ist reichlich da, aber keiner verarbeitet es weiter. Jetzt mal gerade nochmal reingucken. Iron und Spiderit, Spiderit. Und hier. Iron, Spiderit, Iron, Iron, Spiderit. Das ist das gleiche. Okay, weiß mal Bescheid. Und das Zeug liegt ja hier überall in den Kisten. Das heißt, eigentlich können die das mal hier wegräumen. Hier sind noch ein paar Essenssachen sogar. Kaktusfrucht.
Lecker Essen aus Kaktusfrucht. Gekochtes wahrscheinlich, oder? Da. Können wir mal 3 Stück machen, weil wir haben ja 3 Kaktusfrüchte. Und darunter ist noch ein Stück Fleisch. Snoot Steak. Steak, nicht Steak. Snoot Steak. Ah ne, grillen ist hier beim Backen, ne, oder? Ne, auch nicht. Doch beim Kochen. Cooked Badger Meat. Das gibt's hier gar nicht, oder was? Das kann man gar nicht weiterverarbeiten? Interessant. Brauchen wir das nirgendwo, oder was? Die Suppen sind's auch nicht. Das gegrillte hatten wir. Hier wird ja nur geschlachtet. Da. Das ist eine eiserne Ration, oder wie soll man das nennen? Das hatten wir schon. Wird hier irgendwo was hier Pastete gemacht oder was? Das ist über das Ding. Das wird überhaupt nicht verwendet. In eine Suppe kommt das auch nicht rein, oder? Doch, da. Alles klar, und haben wir sogar da. Geht dann sogar. Okay, dann ist ja gut. Ist auch schon weg, sehe ich gerade. Ich dachte, da wäre überhaupt gar kein Gericht für da. Hier können wir schnell Katowice-Seedling machen. Es wird gerade hier wieder mehr produziert, glaube ich, vom Essen her. Es wird auch Holz gefällt ohne Ende. Ja, jetzt fällt mir gerade so auf, ich habe jetzt gerade wieder die automatische Produktion erhöht, ne? War vielleicht auch nicht so sinnig. So, da sind die Siedlinge schon kaputt gemacht. Jetzt haben wir ja noch mehr zu tun. Aber Brot ist da, Äpfel sind da, Birnen, Kuchen ist auch da. Was wollen wir mehr, ne? Mehl ist ein bisschen knapp. Aber klappt schon. So, komm. Ernte mal das einer schnell ab, dann kann ich das auch umwandeln. Und sie laufen kürzere Wege dadurch, dass hier eine Mittelgang ist, glaube ich. Kann das sein? Dadurch geht das alles ein bisschen fixer? Ich glaube schon. So, hier unten, wie sieht's aus? Eine Falle fehlt da noch. Auf dieser Etage fehlen noch 2 Fallen. Das wird aber alles so nebenbei gemacht, das merken wir hier wieder gar nicht, ne? Hier unten wird auch gepflanzt und geerntet. Vor allem die Dschungelpilze. Was machen unsere Kisten denn hier so? Ich glaube, ich bin bis hierhin schon durch gewesen, ne? Gerade einmal gucken. Ach, da steht gar nicht bei, was da reinkommt. Sneakeret ist das, aha. Und das haben wir auch gar nicht. Die Kiste ist neu. Die war wohl schon da. Die auch. Die auch. Die auch. Und dann die vorletzte. Weil die letzte ist ja noch nicht da, war auch schon da. Okay. Die sind auf jeden Fall neu. Aber ich muss erstmal gucken. Was kommt in der Reihe rein, ne? Die ist leer. Aha, da sind die Augrite-Perlen dran. Ob die schon alle hatten? Ich glaub's nicht, oder doch? Ich guck so gerade schnell durch. Und dann wissen wir's. Die hatten wir noch nicht.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Kiste schon hatte. Die hatte ich schon. Ja, und die bestimmt auch. Genau, Upright hatten wir auch schon. So, da oben fehlt noch eine und okay, hier hinten auch noch, aber ja, komm. Welches muss denn da rein? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Goblinit. Da kommt Goblinit rein. Ja, vorletzte ist klar, ne? Ist da überall schon drinne? So, das passt ja dann schon mal. So, und hier muss das letzte dann rein, ne? Ja. Ist auf der Karte auch vorhanden. Ist auch schon geklärt. Mit sogar alles eingelagert. Und die in der Ecke ist auch ausgewählt. Okay. Ja, hier sind natürlich welche zugekommen. Diese Reihe, glaube ich, schon fast komplett, ne? Das ist, glaube ich, alles Sneakered. Was war das für ein Jingle? Ah, da ist einer gestorben und ein neuer gekommen, ne? Okay. Spider-Red war das. Spider-Red. Habe ich die jetzt gerade gehabt? Ich glaube ja, ne? Schon ausgewählt. Die auch und die vorne war auch. Da steckt sogar was drinne. Die ist auch schon ausgewählt. Die auch. Die auch. Die noch nicht. Die ist auch ausgewählt. Die ist sogar schon voll. Die ist noch nicht ausgewählt. Die auch noch nicht. Die auch noch nicht. Die auch noch nicht. Die hatte ich gerade. Super. Die hatte ich glaube auch. Die ist noch nicht. Die ist schon. Die noch nicht. Und da ist schon was drin. Gut, haben wir es, oder? Manage Raw Material Barrels. Ja. Die stehen da alle und da ist gar nichts drin. Das ist jetzt eine einzelne, ne? Kupfer, Silber. Könnten wir eine Silberkiste von machen, oder? Oder Glas. Machen wir mal Glas dahin. Fufufu. In der Reihe Kohle rein. Bisschen Ordnung hier reinkriegen. Und die noch. Dann haben wir das auch. So, dann haben wir noch eine Reihe hier. Tja, was machen wir da rein?
Steine nicht. Kupfer. Kupfer ist gut. Kupfer. So, dann die fünfte. Und dann haben wir noch vier da hinten. Die. Zweite von hinten. Und die letzte von hinten. So, wunderbar. Dann müsste da nur noch, da haben wir jetzt das Glas reingemacht, ne? Eisenreihe irgendwo hin, ne? Hier rechts war das, ne? Nee, das war falsch. Eine daneben. Gut, dann können da Eisenkisten rein. Müssen wir mal gucken, wie weit das wird. Okay. Wie schaut's aus hier unten, wo sie alle sind? Essensknappheit oder wie sehe ich das? Na, Brot ist da. Da oben das Getreide können wir mal gerade wegmachen, wenn es denn dann geht. Da ist alles da. So, gucken wir mal gerade in die unterste Ebene, ob wir da noch ein bisschen buddeln können oder ob da schon was erreicht worden ist. Ne, hier war das, ne? Oh, hier ist schon was erreicht worden, alles klar. Dann brauchen wir erstmal nicht weitermachen. Oh, da wird auch gerade einer hochgezogen oder auch zwei. Aha. Ja, das ist nicht gut, was da gerade passiert. Ja, den hat's erwischt. Und das ist ein neues Vieh, oder? Ein Zombie. Ne, ist doch kein neues, ich dachte. Aber wir haben hier neue Dinge, die wir entdecken können. Das ist schon mal wieder schön. Dann brauchen wir hier erstmal nicht weitermachen, oder? Das heißt, da ist sowieso keiner mehr drauf, weil die wahrscheinlich schon beide gestorben sind, wa? Wer ist das? Ein Soldat. Den hat's auch gerade erwischt. Okay, der Höhlentroll ist wohl etwas stärker. Kann das sein? Da kommt noch einer. Kommt zum Glück zu zweit und haben ihn aber jetzt auch erwischt. Hm. Da ist ja kein Patron, kein Patrouillierpunkt mehr da. Okay. Dann können wir den eigentlich auch wegmachen, ne? Also. Nee, die sind noch da. Aber das machen wir mal weg. Weil das muss gar nicht mehr sein dann. Wir werden jetzt nicht da weiter aushöhlen. Weil die beiden brauchen dann nicht mehr hin und her laufen, weil wir hier unten neue Gefahren haben in dem Sinne. Wenn, dann wäre es sinnig, den irgendwo hinzumachen. Oh, ich glaube, das Spiel ist in Pause. Oder? Ne, doch nicht. Warum steht der denn da? Die laufen und die stehen. Ne, der lief jetzt gerade auch noch. Okay, alles klar. Ja, ich habe ihr den Patrouillenpunkt genommen. Sie weiß jetzt nicht mehr, was sie machen soll. Okay, das sieht natürlich jetzt etwas schwerer alles hier ein bisschen dann aus, hier unten schon. Da müssen wir dann schon mal gucken, ne? Die Leiche, die verwest hier und holt keiner hoch. Das wird dann ein Soldat sein hier, weiß. Oder? Ja, genau so ist es. Das sind die zwei Soldaten. Wäre schön, wenn die zusammen Sache machen würden. Oder Dreier sind es auf jeden Fall sogar. Hm. Tja. Ja, das kann ja dann weg. Machen wir das mal so, ne?
Patrouillieren sollen die ja nicht. Nur eine Wache. Gut, okay. Gut, da kommt ein Held. Mal gucken, was der macht. Da kommt er und haut das Schweinchen. Hat er hier erstmal verwandelt, den Werwolf rausgemacht. Okay, den hat er dann auch schnell kaputt, denke ich. Das hat gut geklappt. Der war auch nur alleine. Jetzt den Troll, der ist ja dann schon schwierig wahrscheinlich, ne? Was liegen hier für Sachen hinter? Kann man da sehen? Hobgoblinet. Okay, jetzt läuft er weiter und wird sich mit dem Höhlentroll an der Köppe kriegen. Gehe ich mal von aus. Und jetzt... Ne, den hat er auch geschafft. Okay, dann kam der hier aus dem Kampfgebiet raus, was ziemlich heikel war, ne? Hier ist Feuerstein. Naja, okay. Na, er geht da noch rein. Hat sich zum Glück nur einen geholt. Und den hat er auch geschafft. Oh, er hat gleich so viele zu Schweinchen verwandelt. Guck mal an. Und das erste Schwein kriegt er auch, oder? Ja, sieht gut aus. Level 30. Hört sich ja schon mal gut an, ne? Aber irgendwie kriegt er den jetzt nicht kaputt. Jetzt kriegt er gleich vom zweiten einen auf die Mütze. Und der kommt gleich noch dazu, der Hobgoblin-Kaiser. So, jetzt muss er sich von dannen langsam machen. Ja, jetzt geht er. Den zieht er mit, ist aber nicht schlimm, den kriegen wir dann noch. Jetzt sind die Wachen wahrscheinlich weg, ne? So sieht's aus. Okay. Ist aber nicht schlimm, ein so ein Zombie, den kriegen wir auch noch so kaputt. Da liegt auch noch einer. Ah. Der Korps vom March. Mage. Happiness 13 ist ja auch nicht so toll. Die dürfen hier runter bis zu 13. Können sie ruhig jemanden mal beerdigen, oder? Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll das auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.